Ad-Din, ja. Ja. Und hätte es, wenn man es zum Beispiel mit Ad-Din wie bei Religion übersetzt, einen anderen Wortstamm, also eine Herkunft von dem Wort, oder woran erkennt man dann, welches genau gemeint ist? Wallahi, Achi, also du meinst bei Malik hier mit Din zum Beispiel, ob man Din mit Religion übersetzen könnte. Also wir sagen zwar, Ad-Din ist die Religion, okay, wir sagen das zwar, es ist eine zweifellos korrekte Übersetzung, ja, aber die Frage ist, ob das in diesem Vers passt. Okay, also wenn du ein Wörterbuch aufschlägst, dann findest du zum Beispiel, das Wort Ad-Din hat zum Beispiel 5 Bedeutungen. Okay. Die Frage ist, welche Bedeutung ist in diesem Kontext die richtige oder die passende? Okay. Weil wenn du sagen würdest, dem Herrscher am Tage der Religion. Das Erste, was ich fragen würde, ohne viel darüber nachzudenken, hast du jemanden von den Generationen, den ersten 3 Generationen, der das so auch so gesagt hat? In diesem Sinne gesagt, dass man es auch so in dem Sprech übersetzt. Wenn ja, sage ich, ja, dann hast du ein gutes Argument. Ja? Muss nicht das Beste sein, aber es gibt auch andere. Das, ja. Aber die zweite Sache ist, dass man auf den Ursprung des Wortes natürlich zurückgeht. Weil wenn Dana heißt Hasaba, tamam, dann ist es angebrachter, vom Gericht zu sprechen, angebrachter von der Vergeltung zu sprechen, angebrachter von der Abrechnung zu sprechen, weil es eben mit dem Wort zusammenhängt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala auch fordert die Leute heraus, wenn sie diejenigen, die nicht an Allah glauben, tamam, die nicht an Allah glauben und die im Sterben liegen, okay, طيب, die Leute umherum, wenn ihr nicht glaubt an Yawm al-Qiyamah, dann wäre es in Surat al-Waqi'ah, tarji'unaha in kuntum ghayra madinin, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Das heißt, wenn ihr glaubt, dass ihr nicht Madinin seid, Madinin kommt genau von diesem Wort Dana. Okay? Wenn ihr glaubt, dass ihr nicht Madinin seid, das heißt Muhasabin seid, Muhasabin heißt zur Rechenschaft gezogen werdet, yalla, dann holt die Seele zurück. Wir haben die Seele genommen, um mit ihr abzurechnen. Wenn ihr glaubt, es wird nicht abgerechnet, dann nimmt die Seele wieder zurück. Also, das gleiche Wort wird auch hier benutzt. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Über die Überlieferung, wo sie erzählt haben von Al-Hassan ibn Mohammed, also über den Hadith, über die Kriegsbeute, wo verteilt wurde. Ja. Und dass einige Leute das nicht bekommen haben, dann der Vers herabgesandt wurde. Also für die Fragenden, also die, wo betteln und die, wo es verwehrt wurde. Wo ist dieser Hadith also überliefert? Also in welchen Hadith-Büchern? Also auf jeden Fall bei Tafsir al-Tabari, okay. Bei ihm findest du das. Und vielleicht auch woanders, Allah. Ja. Barakallahu fikum, dann Allah segne euch. Inshallah ta'ala morgen, also jetzt ist jetzt Abendessen. Bruder, wo gehen wir hin? Ins Zelt?